Und jetzt drücke ich auf Start. So, wie das Spiel prinzipiell funktioniert, weißt du? Das weiß ich. Ja. Okay. Ich würde empfehlen, mit Thermometer anzufangen. Thermometer, Taschenlampe und einen Gegenstand deiner Wahl. Okay. Sobald das Spiel geladen ist. So. Da steht er vor mir. Ach Gott. Das ist es hier. Moment. Wie nehme ich das in die Hand? Mit E normalerweise aufnehmen. Aha, okay. Genau. Q, Gegenstand wechseln, der in der Hand ist. Und du kannst bis zu 3 Gegenstände mitnehmen. Davon sollte einer diese Tasche, wunderschöne Taschenlampe hier sein. Diese schwarze. Genau. Rechte Maustaste zum Anschalten. Und wenn du sie nicht in der Hand hast, T zum An- und Ausschalten der Taschenlampe. Ah, okay. Moment. So. Ah, alles klar. Genau. Und dritter Gegenstand, freie Auswahl. Also EMF ist gut, Geisterbox ist gut für Anfang. Eine Handcam ist gut, ein Fotoapparat nimmt man ganz gerne mit. Das Buch und den Dots meistens erst später. Geisterbox. Na ja, so rum. So. Genau, Geisterbox auch, rechte Maustaste und dann komm mal hier raus. Ja. Dann mach die an, rechte Maustaste und sprich mal, sag mal, wer bist du? Wer bist du? Irgendwas passiert? Warte. Nein. Bitte mal nicht drehen. So, sag nochmal. Wer bist du? Okay, warte. Wer bist du? Drück mal dann C für, oder es ist Push-to-Talk, also V oder C und versuch das nochmal. Ne, C ist Sneaken. Wer bist du? Ah, jetzt geht's. Okay. Es müsste dann so ein Kreuz irgendwann erscheinen. Wer bist du? Weil ich mal ausprobiere. Wer bist du? Okay, drück mal gerade zweimal die Windows-Taste. Manchmal stürzt die Spracherkennung ab, wenn man. Also die Spracherkennung ist drin. Also ich sehe, also das Mikrofon oben links leuchtet auf, aber. Okay, das ist schon mal was. Ein Kreuz kommt keins. Ein Kreuz kommt keins. Dann drück mal Escape fürs Menü. Optionen. Ja. Dann. Audio bei Spiel steht das alles auf. Genau, bei Spiel. Ich habe hier Deutsch. Text, Stimme und Spracherkennungsmodus steht bei mir Windows. Bei mir WASC, Windows. Anwenden. Wer bist du? Wo sollte dann ein Kreuz auftauchen? Bei rechts von den Zahlen. Also unter Megahertz im Prinzip. Genau. Wer bist du? Also ich sehe jetzt Kreuz ist es drin, jetzt ist es drin, warte. Wer bist du? Warte. Wer bist du? Gerade eben ist es einmal erschienen, deswegen. Moment, Audio? Hab ich wer bist du? Ja, okay, also das Mikrofon hat er erkannt. Okay, drück mal Push to Talk. Also guck mal im notfalls im Menü bei Steuerung. Es gibt lokales und globales Push to Talk. Guck mal, wo das lokale Push to Talk ist. V. Dann versuch mal Folgendes. Versuch mal V gedrückt halten und dann nochmal das Wer bist du? Wer bist du? Es ist kreuzpalp ausgegraut. Okay, interessant. Auf. Wenn ich probiere, was im Haus mal. Also normalerweise sollte es funktionieren, wenn man dann drin sind. Also, es sollte eigentlich jetzt schon funktionieren, aber ich bin nicht. Ja, werden wir gleich sehen. So. Wie immer mache ich erstmal den Strom an. Und du gehst einfach mal mit dem Thermometer durchs Haus und guckst mal, ob du was findest. So, wir haben Strom. Okay. Jetzt haben wir Strom. Hier definitiv nicht. Also Temperaturen kennst du, sobald so unter 10 Grad sind so die Indikatoren. Okay. Also hier um Längen entfernt. Hier aus.
Was man sich angewöhnen kann, ist, wenn man einen Raum betritt, Licht anmachen und wenn man ihn verlässt, wieder aus. Da kann man jedem Haus bis zu ungefähr 10 Lichtschalter anmachen oder zwischen 5 und 10, dann stürzt irgendwann die Sicherung ab. Und das Licht an verhindert halt, dass die Sanity runtergeht. Länge nicht. Kann ich irgendwie Türen aufmachen, die zu sind, oder? Linke Maustaste und dann quasi Ah. ziehen. Na? Hat gerade hier den Schrank aufgemacht. Es gibt immer, wenn der Geist eine Tür bewegt, ein ganz bestimmtes Klackgeräusch. Das ist sehr markant. Das mal vielleicht. Nee, auch ohne Länge nicht. Haha! Komm mal her. Hast du was gefunden? Und halte mal hier rein, dann siehst du direkt, wo es auf 5 Grad und weniger Ja, gehen sollte. okay, dann hier. Genau. Was ich mir angewöhnt habe, das muss man nicht so machen, aber es hilft mir immer ganz gut, ist, das Thermometer immer so grob auf dem Boden, Richtung Boden zu halten. Das verhindert, dass du zum Beispiel durch einen Raum durch eine gegenüberliegende Wand außerhalb des Raumes hältst und dann vielleicht fehlerhafte Daten für den Ach Raum so. kriegst. Ah, okay. Das habe ich mir so angewöhnt, das muss man nicht machen, aber es hilft mir ganz gut. So. Ja, okay, aber hier merkt man es wirklich. So, Also. jetzt geh doch mal rein und versuche mal zu gucken, ob du Geisterbox-Antworten kriegst. Wer bist du? Wer bist du? Frage wo? Wo bist du? Ah, das hat Ja, was für eine. funktioniert. Und somit haben wir schon einen Beweis und er hat gerade ein Bild durch die Gegend geschmissen. Echt? Okay. Genau. So, ich gucke nach dem Dings. Mach die Geisterbox ruhig wieder aus und schmeiß einfach auf den Boden oder so. Die darf ich weg? Bei mir ist es mit F, bei dir könnte es T sein oder R, ich bin nicht sicher. Ich habe das bei mir umgestellt. Steuerung. Ah, hier ist es schon. Taschenlampe T, Inventartausch. Also einen Orb sehe ich mal nicht. E haben die hier. E gefällt mir aber nicht. W, W ist Vorlauf. D. Ah. Alles klar. So. Dann ein EMF. Jetzt hole ich einen Dotz mit. So, wir können den Beweis mit J ins Buch gehen und dann unter Beweise können wir schon mal die Geisterbox eintragen. Geisterbox. Genau. Die Temperatur hatten wir nicht. Ah, okay. So, was haben wir hier denn noch? Gib mir ein Zeichen. Man sich auch eine Kamera aufstellen? Das kann das auch als Beweis dienen, wenn da durch eine Kamera läuft, oder? Also, man benutzt die Kamera, um Orbs zu finden im Nachtmodus. Und man benutzt sie, um Dots zu finden. Ich habe eine aufgestellt, aber stell ruhig gerne auch mal eine auf, dass du es mal gemacht hast. Zweier EMF. Also er streut recht viel, Ja. deswegen könnten es vielleicht Zwillinge sein. Dreier EMF.
durch. Kaffee? Oh, er erscheint gerade. Warum ist die Tür zu? Oh oh, Vorsicht. Könnte eine Jagd sein. Nee, ich krieg Nee. sie nicht auf. Musst in die andere Richtung drücken. Sie geht nach innen auf. Ist aber keine Jagd, du bist sicher. Ah, okay, alles klar. Ich hatte gerade kurz Angst. Ja, er hat doch da drin anscheinend ein bisschen. Er hat irgendwas Komisches gesungen. Ah, okay, dann ist er erschienen in dem Moment. Ja. Wenn du dir sicher sein kannst, dass es keine Jagd ist und weißt, wo er steht, schnapp dir den EMF, renn hin und guck, ob du einen Fünfer kriegst. Das ist eine ganz coole Gelegenheit, einen Fünfer EMF zu kriegen. So, dann nehmen wir die zwei Sachen mal mit. Soll ich noch irgendwas mitnehmen, oder? Gerne. Wir können zum Beispiel mal Kruzifixe ins Innenraum reinschmeißen. Dann kannst du gerne eins mitnehmen und dann hier einfach hinwerfen. Das sind was für Dinger? Kreuze, Kreuze. Ah. Die hängen zwei Stück an der Wand. Ja, siehst. Lieg mal da. Hier mal keine Fingerabdrücke. Gib mir ein Zeichen. Kruzifixe haben einen Radius, Wirkungsradius von etwa 3 Metern. Das heißt, immer mal so grob 3 Meter abschätzen und dann gucken, dass man sie möglichst zentral platziert, um eine möglichst große Fläche abzudecken. Deswegen liegt das hier ganz gut. So, machen wir einmal Licht an. Oh, ein 5er EMF. Welche Freude. Ich meine, könnte das in dem Buch auch eintragen. Jawohl. Level 5. Jawohl. Ja, Zwillinge können es immer noch sein. Was bräuchte man denn noch für Zwillinge oder für die anderen beiden Dinger? Du kannst unten Zwillinge mal anklicken und dann kriegst du es angezeigt. Glaube ich. Oder? Nee, kriegst du nicht. Nein? Nein, kriegst du nicht. Du kannst einfach die Sachen durchklicken. Der graut ja dann die Geister aus, die es nicht sein können. Ah, Geister, okay. Was hatten wir jetzt? EMF. Orb kann es nicht mehr sein. Gefriertemperaturen, die haben wir aber nicht. Jedenfalls. Noch nicht. Dort wäre noch was. Gefrier, Geisterbuch. Weil... Fingerabdrücke können es auch nicht mehr sein. Okay. So. Wir sind zwar noch halbwegs sicher, aber ich schlucke trotzdem mal Pillen. 1 Grad. Halbes Grad. Könnte noch was werden, aber ich würde ihm noch ein kleines bisschen Zeit geben. Jojo, da. So. Du kannst gerne, wenn du willst, dir auch eine Kamera schnappen. Eine Fotokamera. Und wenn dir was auffällt, dann kannst du das fotografieren. So, möchtest du durch Salz laufen, Mr. Geist? Geist? Interaktion, sehr gut. Ich kann an sich auch mal ein Buch holen gehen, vielleicht. Ein Buch habe ich reingelegt, aber es kann nicht schaden, ein zweites zu haben. Ah, es liegt schon eins drin. Okay. Genau, genau. Oh. Ah, blöder Geist, warte doch eine Sekunde länger. Was haben wir denn jetzt gemacht?
Er ist kurz erschienen, hier hinten. Ich wollte ein Foto machen, aber da war ich zu Hast spät. du die Lampen dann plötzlich so rot geworden? Ja, das passiert manchmal als Nebeneffekt. Ich suche noch den Knochen. Wenn du das nächste Mal im LKW bist, schlucke einmal Pillen, falls noch nicht geschehen. Bin ich aktuell, also. Einfach rechte Maustaste, wenn sie in der Hand sind. Kein Knochen, sehr bedauerlich. Ich habe einen Fußknochen. Buch hat er mal nicht geschrieben. Okay. Wo ist der verfluchte Gegenstand? Oh, warte. Nee, da ist er nicht. Na, ich wollte gucken. Manchmal hängt da der Spiegel an der Wand. Er läuft nicht durch Salz, was ein Hinweis auf ein Gespenst sein kann. Dann müssten wir einen Dots kriegen. Ich würde gleich nochmal nach einem Dots auf Ausschau halten. Was ist denn Dots? Dots ist diese. Siehst du die grünen Punkte? Ja. Das ist ein Gerät, das kann man hier aufstellen. Also ich nehme es mal gerade mit. So. Ja. Aufstellen. Und du kannst. Ah ja, er ist gerade durchgerannt. Man kann das mit bloßem Auge sehen, mittlerweile recht gut. Oder halt auch durch eine Kamera im Tag- und der Nachtsichtmodus siehst du dann manchmal, wie er da durchrennt. So als Schemen. Ah, ja, da war's gerade wieder. Genau. Und das ist dann der Beweis, dass es ein Gespenst ist. Zusammen mit dem. Oh, die Spieldose. Zusammen mit dem, dass er nicht durch Salz rennt, weil das Gespenst rennt nicht durch Salz. Jo. So, das war's ja dann schon. Jo. Wir haben auch ein paar schöne Fotos gemacht. Spieldose, Knocheninteraktion. Leider kein Geisterfoto. Das ist etwas unbefriedigend. Was hat das nach mir geworfen? Das ist schön, aber unheimlich. Es wurden einfach Überreste gefunden. Das ist der Transporter. Erscheine. Gloria Miller, bitte zeige dich. Gloria Miller, erscheine mir. Offenbare mir deine Anwesenheit. Gloria Miller, na, willst du nicht rauskommen? Bin gerade konzentriert. Gloria Miller, bitte zeige dich. Ich hätte halt gerne noch ein Geisterfoto. Foto würde ich mit Rechtsklick machen oder Linksklick? Rechts. Rechtsklick. Gloria Miller, bitte zeige dich. Die wird sich nie wieder zeigen. Ja. Gloria Miller, bitte erscheine. Ich gebe ihr noch so eine Minute, wenn sie da nicht erscheint, dann. Hat sie Pech gehabt. Gloria Miller, bitte zeige dich. Gloria Miller. Gloria Miller. Gloria Miller. Gloria Miller. Gloria Miller. What the?
Was? Was ist passiert? Da war nur ein Schatten irgendwie. Ach so. Hier hinten irgend. Halleluja. Gloria Miller. Gloria Miller. Gloria Miller. Gloria Miller. Gloria Miller. Ja. Ich glaub, kann ich nicht leiden. Gloria Miller. Gloria Miller. Gloria Miller. Zeige dich. Gloria Miller. Bitte erscheine, Gloria Miller. Gloria Miller. Gloria Miller. Gloria Miller. Gloria Miller. Bitte zeige dich. Gloria Miller. Na, sie will nicht. Sehr bedauerlich. So, ab einem gewissen Punkt wird es dann öde, deswegen kann man dann irgendwann ruhig fahren. Na gut, aber wir haben es geschafft. Du hast deine erste Mission. Oh, ich hab's ja schon ein bisschen gereizt. So. Gut, Gespenst ausgewählt. Nee, warte. Hier. Ja. Gut. Dann drücke den Knopf. Sehr gut. Ja. Okay. Habe ich die erste Runde ja einigermaßen erfolgreich abgeschlossen. Juhu. Obwohl ich fast nichts getan habe. Man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Irgendwann weiß man, was man für Gegenstände am besten mitnimmt und. Genau. Ding. Ich bin ein XP von Level 2. Ja, das hatte ich gerade auch bei mir. Dann nehmen wir Grafton Farmhouse. Ist auch noch schön klein und eine schöne Karte, finde ich. Kenne ich die? Weiß ich gar nicht. Werden wir gleich sehen. Interessant. Ein schwebendes Amarok. Jetzt nicht mehr. Ja, sowas passiert manchmal in diesem Spiel. Willst du mal das unfairste Jenga aller Zeiten sehen? Oh. Okay, du kennst es wahrscheinlich schon. Einfach einen nehmen. Und wenn es nicht gerade einer aus der Mitte ist, wird der Turm mit Sicherheit umfallen. Achso, warte, hier. Ja, das ist viel lustiger. Tju. Okay. Sobald du starten willst, brauche ich dich noch auf bereit. Ja, da was. Du kannst übrigens von egal wo du bist, aus mit Leertaste direkt ins aufs schwarze Brett zugreifen. Ach so. Bereit. Sehr gut. Oh, ich glaube, es ist Morgengrauen, oder? Weiß es nicht. Ich höre so Grillenzirpen, das bin ich nicht gewöhnt von. Es ist aber auch ein bisschen neblig, insofern, man weiß es nicht. Juhu, er ist da. 5 Uhr, doch, Morgengrauen. Okay. Ah, verdammt, jetzt bei mir. So. Oh Gott. Man sieht ja gar nichts. Und. So, wenn du willst, darfst du die Tür aufmachen. Andersrum. Genau. Okay. So. Das war ich. Es werde Licht. Gucken wir mal. Genau. Ich gehe in der Zeit einfach mal hoch.
um. Sag. Habe ich gerade irgendwas gehört? Ist auf jeden Fall zu warm. Ah. Nein. 11 Grad, 9 Grad. Es könnte hier oben sein. Also ich bin entfernt von jeglicher Geistertemperatur hier unten. Also hier wird es scheinbar allmählich kühler. Ich bin jetzt hier bei 7 Grad. Tendenz leicht sinkend. Sehe ich nicht. Definitiv nein. Ja, genau. Du kommst grob in meine Richtung, glaube ich, oder? Bist du das? Ich komme jetzt mal hoch. Ja, hoch und dann rechts um die Ecke und dann bist du in den letzten Raum durch. Rechts um die Ecke. Genau. Den Raum da? Genau, einfach den Raum ganz durch. Jetzt mal hier aufstellen. So, genau. Ah, da ist ein Licht. Aha, ja, hier ist definitiv. Sehr gut. Dann? So. Hm. Wo bist du? Wo bist du? So, noch schön in der Nacht. Wo bist du? Oh, war da was? Vielleicht. Wo bist du? Du kannst doch fragen, wie alt bist du? Das sind so die zwei Standardfragen. Wie alt bist du? Ich glaube, Spirit Box kommt nichts. Okay. Hast du sie wieder mitgenommen? Ja, ich kann. Ah, genau. Also was ich mal am besten finde, ist... Oh, wir haben Gefriertemperaturen. Oh, ist, wenn man Gegenstände, die man nicht mehr braucht, einfach im Raum ablegt, dann kann man sie später nämlich nochmal wiederverwenden, ohne dass man nochmal extra eine Tour laufen muss. Ich will auch mal probieren. Ach Quatsch, da... Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du ein Junge? Was willst du mit mir machen? Tote Hose. Ja, warte, stimmt das falsch hier? Hier. Gefriertemperatur. Genau. Hast du schon Dots dabei gehabt? Noch nicht. Nebel sieht seltsam aus. Alles sehr verwaschen. Kerze. Oh, Parabolmikrofon. Das nehmen wir gerne mit. Ah, das hier. Geht das Ding automatisch an, wenn man es fallen lässt? Nee, du musst es platzieren. Platzieren ist bei mir R. Ich kann dir nicht sagen, ob das bei dir nicht eine andere Taste ist. Das ist offensichtlich eine andere Steuerung. Kann vielleicht T sein, aber ich... Oh! Oh? Ich glaube, das zählt schon, oder?
Gerade ist er erschienen. Ist leider nur ein Vierer EMF. Genau, aber zumindest haben wir das Parabolmikrofon schon. Ach, jetzt erscheint die ganze Zeit, ich habe keine Kamera dabei. Ich glaube, sie hat mich gerade angehaucht. Ja, ich habe sie auch gesehen. Taschenlampe aufheben, hocken, laufen, sitzen. Sekundäraktion, Primäraktion, rechts, links. Hä? Platzieren ist hier nirgends. Wie heißt denn das? Warte. Option, Journal, Steuerung. Taschenlampe, Gegenstand. Sekundäraktion ist es dann. Ach so, F. F. Anwenden. Nee, dann lass ich es ja fallen. Lässt du es fallen? Siehst du die grünen Punkte? Nein, sie kommen nicht. Dann. Also ich kenn's nur mit Sekundäraktion. Mit dieser Taste. Warte, kann sein, dass ich das vergleiche. Warte mal. Ja, ich hab's auf der gleichen Taste, das ist das Problem. Ah, okay. So, anwenden. Oh, ja, jetzt sind die Grünpunkte da. Okay, es ist sehr weit an der Wand. Kannst du es ein bisschen mehr in den Raum reinmachen? Ein bisschen mehr in die Richtung, in die du gerade guckst? Ja, versuch mal so, das ist besser. So? Ja, so ist erstmal okay. Wir bringen das zweite auch noch und eine zweite Kamera würde ich auch holen. Ich würde dir auch empfehlen, einmal zurückzukommen und Pillen zu schlucken. Du gehst so langsam in unangenehme Sphären. Mit der Sanity. So, die nehmen wir mit. Yes! Gesundheit. Er hat Yes gerufen. Oh. Dann trotzdem Gesundheit, kann nie schaden. Ich glaube, er hat Margit geklatscht. Ah. Ja, hat er. Okay, das ist ein Dots, würde ich sagen. Hier. Also Dots hat schon funktioniert. Sehr schnell gerade. Dots? Ja. Zack. So. Gefrier und Dots haben wir. Oh, können noch Jurei oder Oni sein. Keine Was? Geisterbox. Ein Orb? Wir sind noch in der Runde. Wenn die Runde vorbei ist, mache ich's. Orb oder EMF? Orb oder EMF? Dann tippe ich eher auf EMF. Und ich habe mal noch eine Kamera. Die du eben wünschtest. Die stellt man auf, wie du das Dots eben aufgestellt hast. So. Gib uns ein Zeichen. Tu irgendwas. So. Auf jeden Fall ist es noch kalt. Ich hoffe, dass der Geist nicht so sein ganzes Pulver verbraten hat jetzt. Buch steht nichts. Buch kann es auch nicht mehr sein. Es kann nur noch sein, oder? Geisterorb und EMF können es nur noch sein. Auf und EMF. Genau. Das ist die Dings. Oh, er war im EMF. Okay, okay. Wie viel? Ist durch, also ich hab... es kann auch sein, dass er da gerade vorbeigelaufen ist, aber ich habe gerade ziemlich deutlich gesehen. Meinst du das Dots oder was? Ja, im Dots. Ja, Dots hatten wir schon. Oh, okay. Ah, habe ich vielleicht nicht deutlich genug gesagt, sorry. Nicht mitgekriegt. Okay, er ist auf jeden Fall einmal durchs Dots durch. Deswegen können es nur noch ein Jurei oder ein Oni sein. Oder? Waren das die beiden, die ich habe? Ja. Dann gehe ich mal ganz kurz noch eine Kerze holen, weil die haben wir noch als Nebenaufgabe und ich suche noch ganz nebenbei den Knochen. Haben wir ein EMF schon hier? Eins liegt oben irgendwo. Genau. Ja.
Oh, es ist ein wunderschöner Schädel. Aha. Naja, es ist zumindest ein Schädel, ob er wunderschön ist, weiß ich nicht. Irgendein Geist dazu. Katze auszublasen. Genau. Katze kann man. Soll ich mal eine mitnehmen? Ja, nimm eine mit und ein Feuerzeug. Oder mach die Kerze vorher an und. Stell sie dann in den Raum. Eins von beiden. Kein verfluchter Gegenstand gesehen. Au, mach ich nicht jetzt. Ja, schlecht die Taschenlampe hier lassen. Da kann ich auch rein theoretisch. Nee, du kannst die Kerze auch theoretisch vorher anzünden und dann mitnehmen. Okay. Jetzt schon schaffen. Wie zünde ich die an, wenn ich sie im Inventar habe? Wenn das Feuerzeug in. Entweder hast du das Feuerzeug in der anderen Hand, dann einfach rechte Maustaste, solange die Kerze angewählt ist. Oder alternativ, wenn die Kerze noch da steht, Feuerzeug in die Hand nehmen, anmachen mit rechter Maustaste und dann benutzen auf. Auf eine Kerze, die da steht. Ich würde dir sagen, welche Tasten ich immer drücke, aber das nützt nicht so viel, weil ich halt umgestellt habe. Ah, da ist nochmal die Jukebox. Hey, du hast es, glaube ich. Nein. Ach so. Und jetzt ist es, also bei mir ist es jetzt die Taste R auf eine der Kerzen. Aha, okay. Okay, ich sollte mal dringend. Pillen nehmen. Ich glaube, ich nehme gleich den zweiten. Aber ich habe hier noch einen. Ach komm, jetzt ist die Kerze ausgegangen. Echt jetzt. Bitte schön, ich habe dir mal eine angemacht. Ja, danke. Ach gut, dann machen wir es jetzt so. Sammle ich jetzt zuerst die Kamera auf. Und jetzt kann ich die angezündete Kerze mitnehmen. So, jetzt haben wir es. Kerzen haben im Übrigen auch den Effekt, dass wenn das Licht aus ist, die Sanity nicht so stark runtergeht. Das heißt, es kontert ein bisschen die Dunkelheit. So, auch platzieren, so ähnlich wie die Kamera oder das Dots. Dann muss man das Licht ausmachen. Puste die Kerze aus. Es ist noch kalt, das ist gut. Puste die Kerze aus. Fünfer EMF. Hatten wir das schon? Ich glaube vorhin schon, oder? Also das, wenn das tut, ist es Fünfer EMF, oder? Dann ist es EMF, aber nicht zwangsläufig der Fünfer. Ja, Fünfer hatten wir noch nicht. Okay, cool. Dann haben wir nämlich einen Uni. Kerze ist aus. Sehr gut, dann kann man Licht anmachen. Und dann haben wir es theoretisch. Oh, gut. Jetzt hätte ich nur wie immer gerne ein Geisterfoto, weil er eben natürlich am Anfang super auf der Schiene ist. Jetzt wahrscheinlich wie immer gar nicht mehr. Zeige dich! Vielleicht läuft er nochmal durchs Dots. Zählt das, wenn man den Teil erwischt, wenn er durchs Dots läuft? Nee, leider nicht. Okay. Livy Barber, bitte zeige dich. Livy Barber. Livy Barber. Geh schon mal raus. Okay. Kannst du vielleicht noch einmal Pillen nehmen draußen? Jo. Livy Barber, bitte erscheine. Interaktion. Interaktion. Livy Barber, bitte zeige dich. Livy Barber. Livy Barber.
Livy Barber, bitte erscheine. Livy Barber, bitte zeige dich. Livy Barber, Livy Barber, du bist doof. Nein? Sie tut gerade überhaupt nichts. Dann gehe ich, dann ist mir das zu doof. Tschüss, ich mach die Tür zu. Wie wirkt das Spiel atmosphärisch auf dich? Hat es einen Effekt oder geht's? Also so ab und zu habe ich schon so ein bisschen Herzklopfen, aber an sich. Ich hätte das Gefühl auch gerne nochmal. Es ist nicht mehr da bei mir. Na gut. Aber zumindest haben wir es geschafft. So, Beweise. Warte. Ja, Oni. Ja. Okay, dann können wir fahren. Sehr gut. Los. So. Ach, schieß, ein Foto vom Geist war sogar eine Aufgabe. Mist. Egal. Neues Level freigeschaltet. Juhu! Stativ freigeschaltet, ne? Ah, okay. Genau, bei jedem neuen Level gibt's halt mehr Gegenstände, mehr Karten, höherer Schwierigkeitsgrad. Genau. So, welche Karte ist denn noch nicht so groß? Edgefield ist nicht so riesig. Ich stelle den Schwierigkeitsgrad mal ein bisschen höher. So. Schädel, Fußknochen, Handknochen. Okay, Knochen fehlen mir noch ein paar, aber nicht mehr so viele. Wow. Oh, es ist so hell mittlerweile da draußen. Da drin. Aber nicht, dass es so gedacht ist. Aber wer weiß. Bereit. Ja, bin ich. Okay, gut. So. Edgefield Road. Genau. Kenne ich die Karte? Also wir spielen zumindest mal alle Karten recht regelmäßig durch. Insofern wird es dir gleich bekannt kommen, vorkommen oder auch nicht. Oh, okay, schade, ich habe vergessen, Gegenstände reinzumachen. Also? Wir machen jetzt eine kleine Challenge. Und zwar, wir haben nur die Startausrüstung dabei. Das heißt, wir haben kein Thermometer, wir haben nur eine Taschenlampe. Eine Spiritbox, ein Buch. Genau, von jedem halt quasi nur eins. So, du kannst gerne und die Taschen... Beispielsweise gar keine Pillen. Richtig, genau. Ist alles nicht so schlimm, aber so macht, hat man das auch mal gemacht. Das so, wird lustig. Ich möchte gerne das da mitnehmen. Das ist irgendwie keine Normaltaschenlampe, oder? Nee, das ist eine UV-Lampe. Damit guckst du nach Fingerabdrücken und ähnlichem an Boden und Wänden. Wie mit... Das hier ist eine normale Taschenlampe, die jetzt hier noch an der Wand ist. Ist hier? Ja. Ah, die hat aber gelbes Licht. Okay. Ja gut, es ist halt. Es ist eine schwächere Taschenlampe, aber sie tut ihren Zweck. Juhu. Nee, natürlich im Keller. Thermometer haben wir nicht? Nein. Deswegen mit EMF und Geisterbox und Augen auf und Ohren auf
den Geist suchen. Oh, wir haben noch die Plätzchenaufgabe, die wir machen könnten. Okay, wir haben zumindest schon mal Strom. Oh, ich habe die Orientierung verloren. Wir haben einen Beschwörungskreis. Ja, okay, alles gleich. So, da ist die Tür. Ich wollte hier reingehen. Oh mein Gott, ist diese Taschenlampe verwirrend. So, jetzt sehe ich auch was. Wo bist du? Die Geisterbox funktioniert nur, wenn das Licht ausgeschaltet ist. Achso. Okay. Wo bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Bist du ein Kind? Würde man schätzen, hier nicht. Papagei. Meine Küche. Wo bist du? Huch. Wie alt bist du? Noch kein Zeichen. Das Licht scheint hier komisch durch die Wände und die Decken. Wo bist du? Okay. Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du ein Kind? Kein Zeichen. Hey, ich bin dafür die ganzen Plätzchen. Wo bist du? Hast du es auch gehört? Nein. Ich weiß nicht was. Da war irgend so ein dumpfes Surren. Okay, das könnte ein Handy gewesen sein oder irgendwas. Okay. Ganz viele Kekse. Du sammelst so Kekse. Es gibt 6 Kekse während des Weihnachtsevents. Events. Und wenn du 6 Kekse gesammelt hast, kannst du den einen Teller, der im LKW steht, ins Haus bringen, in den Geisterraum, und dann isst der Geist die Kekse und du kriegst quasi so eine Art Achievement freigeschaltet. Das musst du allerdings auf 7 Karten machen. Auf 7 unterschiedlichen. Wo bist du? Ja, er ist nicht so aktionsfreudig. Geh mal grad gucken. Zumindest mache ich hier schon mal ein Foto. Nee, Aktivität ist absolut gar nichts. Schon komisch, bei jedem einzelnen Blitz kriege ich den übelsten FPS-Drop. Oh. Ja, die sind rechenleistungstechnisch anscheinend nicht ohne. Bist du gerade im LKW oder? Ja. Okay. Wo habe ich denn dann das Geräusch gehört gerade? Oh! Das ist eine Jagd. Oh, es war eine Jagd. Was? Das war eine Jagd? Ja, es war eine Jagd. Oh, sie steht aber komisch da, die Frau. Cool. Bring dich mal kurz. Geh mal kurz in den LKW zurück. Ja. Das waren irgendwie nur 10 Sekunden, also laut der Aktivität. Das ist kurz hoch, dann ist was ganz oben, ist oh, es wieder abgefallen. Sanity. Ja, ja, ich weiß, ich bin tot. Was? Ich habe zu spät reagiert, aber ist nicht schlimm, weil ich habe ja eh keine Gegenstände reingemacht. Ja, ich kann die Sanity nicht erhöhen, ne? Also, ich vermute,
dass der Geisterraum oben das kleine Badezimmer ist, wenn man die Treppe hochkommt, geradeaus durch, weil da ist sie gespawnt eben bei der Jagd. Das heißt, wenn du weitersuchen möchtest, könntest du es da probieren. Da liegen noch ein paar Gegenstände rum. Sagen wir es mal so, ohne Pillen traue ich mir das eigentlich nicht zu. Oh, sie hat die Geister die Dusche angemacht. Ah, beim Nachbarraum. Soll ich Warte. noch weiter tu, soll ich noch weitermachen, Das ist oder? komplett deine Entscheidung. Du musst nicht, du kannst. Nee, ich breche ab dann. Dann warte, warte. Tja, dann war es bestimmt ein Onryo. Ich habe keine Ahnung, wir haben keine Beweise. Zwar ein Yokai. Keine Ahnung. Abwarten. Wir gucken. Ein Terrier. Ich habe mir 5 Dollar verdient durch das Foto, was ich geschossen habe. Okay. Ich habe $10 bekommen. Nee, ja, toll. Ja, Wow. ich habe 5, weil ich gestorben bin, krieg ich halbiert. Na, Ja, immerhin. ich hatte Belohnung mal 2,0, da hatte ich falscher Geisttyp, mal minus 1,0, habe ich noch 5 für die Fotos bekommen. Ja, ist dann nochmal mit der gleichen Karte, aber diesmal packen wir Gegenstände rein. So. Eine Zuckerstange. Ach stimmt, die kann man nicht aufheben. Schmied. Zuckerstange. Warten. Aha. So. So. Wer labert da am Anfang eigentlich? Soll das der Fahrer sein oder wer? Ich nenne ihn immer liebevoll Charlie. So wie bei Drei Engel für Charlie. So, nee. Nee. So, ich mach noch mal die Sicherung rein. Dabei da draußen immer Erfolg. Ha? Plank. So. Keks. Jetzt ich sag dir Bescheid, wenn du aus der Runde raus, diesmal dann wirklich. 9 Grad, 11 Grad. Okay, jetzt hör mal. Hier oben. Ah, nee, oh, hier geht's runter. Das ist dann der Eingang zum Keller. Lichtschalter. Neun Ah, Grad. hier. Ist dann für sich zu warm. Hier ist ein Beschwörungskreis. Oh cool, den kann man fotografieren. Okay. Du möchtest ihn nicht mit all, möchtest erstmal nicht alle Kerzen anmachen in diesem Beschwörungskreis. Nur so zum Nein. Hinweis. Das ist das Erste, was ich getan hätte. Garantiert. Oh, ich glaube, ich habe den Raum gefunden. Es ist oben hinten das Schlafzimmer. Komm, gib mir doch mal einen Orb. Eine Kamera.
Cool, sie haben die Geräusche im Radio ein bisschen verfeinert. Das finde ich gut. Aber ortmäßig würde ich sagen, nein. Ja, ist ja gut. Bist auch schon wieder hyperaktiv hier. Doch, ist richtig. 4 Grad. Ah ja, doch. 8 Grad. Schlafzimmer. Welches Schlafzimmer? Hier und da hinten geradeaus. Denk dran, Licht aus für die Geisterbox. Ich weiß. Okay. So. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du ein Kind? Wie alt bist du? Sanity geht schon deutlich mehr runter. Hier geht auf alle. Wo bist du? Corrigan. Wie alt bist du? Wo bist du? Also ich glaube, wenn du so oft gefragt hast und immer nur Kreuze kommen, ist die Ja. Chance, dass es Dings Genau. ist, Woll, nicht ich so wollte gerade hoch. sagen, ich wollte wollt, wollt gerade Ja. sagen, Ja. wenn du einen Versuch noch machen, jetzt kommst du nicht. Okay. Weiter kann ich so. Stopp. So, dann das und jenes und schauen wir mal nach Dots. Ah, Dots schauen ist immer sehr entspannend. Macht denn meine Sanity? Sanity geht noch okay. Bisher auch kein Dots. Wieder typisch. Immer dann, wenn ich mit Beweisen, Beweisgebern ankomme, wird der Geist super passiv. Oh, wir haben Fingerabdrücke. Die Herz hat er gerade ausgepustet. Okay, cool. Wo liegt die? Ah, da liegt die Geisterbox. Ich gehe mal ganz kurz, so ein angehaucht werden kann immer ein bisschen was an der Sanity machen. Nicht nur auf jeden Fall einmal. So. Was haben wir denn? Soll ich bei 64 nehmen, oder? Ja, kann man machen. Normalerweise, auf unserer Schwierigkeitsstufe kriegt man 35% zurück, insofern nutzt es auf jeden Fall. Auf Easy gibt es 40%, auf Hard gibt es 30% und auf Nightmare gibt es nur 25%. Jetzt hat er die Tür zugemacht. So, das nehmen wir mit und wir nehmen ruhig noch ein Kruzifix mit. Gibt's schon da? Da können wir rein aufstellen gehen. Das ist schon drin. Er hat ins Buch geschrieben. Da kann man gucken. Beweise. Also, Buch, Fingerabdrücke. Was hatten wir noch? Sonst Bisher noch nur die nichts. beiden. Poltergeist, Dämon, Mülling. Es wäre EMF, Gefrier oder Box. Also ist wahrscheinlich unser bester
Unsere beste Chance ist EMF. Oh ja, EMF 5. Gut, dann wäre das ja geklärt. Dann haben wir, wenn das Standbild endet. Wir warten. Mühling. Wir warten. Oh, du hast ein Standbild. Das ist natürlich schade. Aha, jetzt ist da. Okay. Okay, gut, gut, gut. Mühling. So. Also, die wollen noch, dass wir den Geist während einer Jagd mit Räucherstäbchen abwehren. Ja, auf kleinen Karten mache ich das überhaupt nicht gerne. Also, wenn, ich sag's mal so, wenn kannst du das alleine machen? Es ist vom Prinzip her gar nicht so schwer. Du musst während der Jagd, muss der Geist dich sehen. Das ist der Risikofaktor dabei. Irgendwie ist die Lichtverhältnisse, sind die Lichtverhältnisse hier etwas falsch. Der Risikofaktor ist dabei, dass der Geist. Moment. Einen sehen muss. Irgendwie spacken hier gerade die Shader in dem Level. Und dann muss man unterwegs, während er einen verfolgt, die Räucherstäbchen zünden, sodass er die Spur zu einem verliert. Und. Ah, mir ist gerade der Shader abgeraucht. Das sieht sehr seltsam aus. Und. Und dann muss man sich verstecken und die Jagd durchstehen quasi. Dann zählt das. Also könnte ein wenig komplizierter werden. Es ist nicht so kompliziert, aber ich finde es halt recht risikoreich auf so kleinen Karten irgendwie. Wobei, du musst dich eh verstecken. Wegrennen von einem Geist ist mittlerweile super schwierig geworden. Sehr gut. Können wir oder willst du noch? Ich gucke noch, ob ich den Knochen finde. Sanity technisch. Ja, komm. Was soll der Geiz? So, ich hoffe. Ne, ich sehe jetzt nicht mehr viel. Wow. Okay. Alles etwas seltsam. Es ist so ein bisschen buggy, die Beleuchtung geworden mit den letzten Patches. Bei mir nicht. Ich glaube, da arbeiten so. Ja, es ist manchmal ein bisschen seltsam. Ich weiß ja nicht, ob es am Betriebssystem liegen kann oder was. Aber früher lief das mit den Lichtern ein bisschen stabiler. So. Also Knochen habe ich bisher leider keinen gefunden. Ja. Ah, da die Sicherung ausgemacht. Das passiert manchmal. Geister können die Sicherung ausschalten. Oder wenn man zu viele Lichter anmacht, dann kann die auch mal durchbrennen. Ich weiß. Genau, okay, okay, okay. Ich vergaß, dass du schon sehr viele Folgen von mir geguckt hast. Da ist der Knochen. Oder auch Streams gesehen, genau. Ich habe den Knochen gefunden. Hä, in dem Raum war ich eben fünfmal drin, da war kein Knochen. Er lag am Tischbein. Ah. Ich weiß auch mittlerweile, auf was ich achten muss, insofern. So, die Aktivität war gerade sehr hoch. So, Mühling. Was kann eigentlich. Ich vergesse immer, was die neuen Geister können. Was kann denn der Mühling? Ah, gibt häufiger paranormale Geräusche von sich. Okay. Na gut. Aber das war's. Oh. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Nun, es gab doch ganz gut Geld und Punkte.
Level 4. Ja, es wird. Sunny Meadows. Genau, das ist die. Du weißt es. Dieses gewaltige Irrenhaus? Ich habe die Restricted-Version genommen, die ist deutlich kleiner. Ach so. Weil die Nicht-Restricted ist so groß, dass du zu zweit bist du da ewig mit ein bisschen Pech am Suchen. Ist auch vorerst, glaube ich, die letzte Karte, die ich machen würde. Dann würde ich tendenziell für was anderes plädieren. Können wir tun. Okay. Ja, okay. Übertreib halt komplett. Irgendein Sturmangriff oder Sturmgegner. Oh Gott. Hilfe. Was? Was ist? Oh. Ich habe 15 FPS oder so. Oh. Immer noch oder geht's? Mittlerweile. Immer noch. Moment mal kurz. Okay, ich mach mal auf. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied machen wird. Das läuft im Hintergrund. Aha, ja, okay, ich hab's. Ich weiß, ich hab's. Okay. Aha, wir sind schon drin. Das sieht ja cool aus. Das ist cool, dass sie sich Mühe gemacht haben, sogar hier ein Tor aufzubauen. Das sieht man im Dunkeln gar nicht. Schon drin? Nee. Ich hab nur gewartet. Komm her. Möchtest du diesen wunderschönen Schalter umlegen? Der ist immer sehr episch. Ich finde das super. Ich hau es an. Schöner Halleffekt. So, hier bist du schon. Ich mach hier. Okay, das hier ist zu warm. Die Lampen bringen ja überhaupt nichts. Ja, es gibt Karten, da sind die wirklich sehr spartanisch. Es war früher in den Häusern auch ein bisschen schlimmer. Das haben sie ein bisschen entschärft über die Zeit. Lieber lass hier auf, sonst gehe ich in der H2 mal rein. Hey, wieder ein Beschwörungskreis. Okay, sprich. Nee. Schock. Man achte mal auf die schönen Nebengeräusche hier in der Karte. Jetzt. 10 Grad. Also hier ist es doch deutlich zu warm. Na, ja, 13 Grad ist auch zu warm. Na, schade. Zwölf, neun. 9 ist gut. Ich hatte 13. Da in dem Raum, wurde es eben ein Zick-Ticken zu warm, aber es war bisher das Kälteste, was ich auch gefunden hatte. Hat geklingelt. Das ist richtig. Nee, da drin ist er nicht. Mm-mm. Es gibt auch ein schönes Metronom. Macht dann auch wahnsinnig. Schon komisch, dass du sagst, es gibt da ein schönes Metronom und eine Sekunde später geht's los. Das war bestimmt nur Zufall. Sicher, dass du das nicht selbst warst? Nein. Also der Geist kann die Metronome und das Zeug und die Wecker, glaube ich, auch betätigen, aber in dem Fall war beides ich.
Hier rein. Doch, das ist der Raum. Cool. Ah Ja, ja, hier haben doch. wir. Ja, da, dort, wo du wahrscheinlich auch eben warst, wo es kühl war. Weil es ist hier deutlich kälter geworden. Oder doch nicht? Hey. Gerade eben hatte ich hier 9, um. 1,6. Ja, irgendwie hatte ich jetzt bei mir. Warte, bei mir. Min oh, minus 3,4. Minus 4. Ah, jetzt zeigt das bei mir auch nochmal richtig an. Okay, cool. Dann haben wir doch direkt schon Minustemperaturen. Zack, die können wir direkt mal festlegen. Oh, und ich sehe einen wunderschönen Orb. Endlich mal einen. Wo? Den sieht man durch die Kamera. Nimm mal auf. Dann in die Hand nehmen und gucken, dass sie im Schwarz-Weiß-Modus, also im Nachtmodus ist. Und Ja. mach deine Taschenlampe aus. Genau. Leuchtender Punkt. Genau, das ist der Orb. Ah, okay. Soll ich dich mal aufschmeißen? Schmeiß, ja, kannst du machen. Ich gehe schon mal neues Zeugs holen. Und derweil beginne ich nochmal mit meiner Lieblingsbeschäftigung. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du ein Kind? Oh, komm raus. Wie alt bist du? Hä? Wieso? Komm Wieso? raus. Sanity ist sehr niedrig. Also sehr niedrig ist Wie? übertrieben, aber sie ist gerade unter die Schwelle. Ich habe schon Pillen geschluckt. Ich glaube, es geht hier lang. Ah ja, da ist die Tür. Genau. So, genau. Auch einmal Pillen und dann wieder rein für weiteres Zeugs. Das haben wir schon. Das können wir mitnehmen. Nee, ich muss mir das umlegen. Ich will die ganze Zeit Shift drücken zum Rennen. Nee, Gut, Shift falsch. drücken Nein. zum Rennen ist, geht ja. Ja, ich. Nee, ich hab ihn das eben umgelegt. Ach Shift habe so. ich zum Sneaken gemacht und jetzt. Ah, okay. Das ist Können bei wir mir das auf wieder weg? Steuerung, das Und so. Ducken. So. Dann machen wir es so Gib uns rum. ein Zeichen. So, das ist wesentlich angenehmer. Na gut, dann hole ich auch schon mal die Fotokamera. Glaube ich, hier muss ich rein, oder? Nein, hier bin ich falsch. Eins weiter. Genau. Das da. Na? So. Buch liegt auch da. So, ich gucke mal nach dort. So. Ich mache jetzt noch zwei Versuche Spirit Box. Wenn da nichts kommt, dann kriegt er da auch nicht an. So. Bist du ein Kind? Oh, im Dots ist er gerade gewesen. Okay, cool. Ich gar nicht gesehen. Dann. Wieder Juri oder Uni? Wir haben Gefriertemperaturen, wir haben Orb und wir haben Dots. Also Ach muss so, es der Jura oh, sein. okay. Ah, es macht. Oh. What the? What the mother effing Schnitzel, Pizza, Schnetzler? Oder so ähnlich? Was zur Hölle war das? Das war eine Geistererscheinung. Manchmal kommen die auf dich zu und wirken sehr bedrohlich. Es war irgendein blutzerfleischtes etwas Teil. Hatte Dingens. es einen kaputten Unterkiefer?
Habe ich nicht gesehen. Es sah nur sehr, sehr seltsam aus. Wieso habe ich Spirit eingekreist? Keine Ahnung. Hä, Dots, Geister, ob Gefriertemperaturen funktioniert bei mir gar nicht. Echt? Bei mir nichts aus. Ob? Oh, bekommt bei und mir. Ich glaube, er bei, kommt mir wieder. Bei mir kommt Jorai raus. Dots, Orb, Gefriertemperaturen ist bei mir Jorai. Geister. Ach, Dots? Orb, ach Quatsch. Ich glaube, ich sollte mal rausgehen. Ich glaube, er mag mich nicht. So, ich guck mal noch, ob ich noch, noch ein schönes Foto kriege. Ich gehe mal raus. Ich glaube, er mag mich nicht. Ja, ja, du solltest auch die Pillen nehmen. Du bist auch wieder gerade so auf 50% runter. Ja, woran mag das nur liegen? Ja, es kostet durchaus ein paar Punkte. So. So, ich geh jetzt. Achso, jetzt 74, okay. So. Bei mir wird er wieder nicht erscheinen. Ich kenne doch, kenn das doch. Sehr optimal. Ich glaube, ich habe auch den Dots gerade ganz kurz gesehen. Ich habe gerade. Ich weiß meinen Fehler von eben. Ich habe versehentlich dann Orbbox angeklickt. Ah, okay. Dann kommt nichts raus. Ist mir auch schon passiert. Gib mir ein Zeichen. Grant Anderson. Mr. Anderson. Das war der Dots. Grant Anderson. Grant Anderson. Bitte zeige dich. Grant Anderson, bitte erscheine. Playstone hat so ein Glück, der kriegt die ganzen tollen Geisterereignisse. So toll war das eben nicht. Ich brauche noch irgendwie, das ist mein Kick in dem Spiel, nochmal irgendwelche Geisterereignisse zu kriegen, weil ich bin mittlerweile ja recht abgehärtet, was die Atmosphäre angeht. Und selbst die schocken mich nicht mehr insofern, also im Allgemeinen zumindest. Ab und zu mal kriegen sie mich noch, aber. Grant Anderson, bitte zeige dich. Grant Anderson. Grant Anderson. Aktivität passiert gerade gar nichts. Grant Anderson, Grant Anderson, Grant Anderson, Grant Anderson, Grant Anderson. Es scheint ihn nicht mal zu nerven. Das ist natürlich doof. Wo siehst du eigentlich mal den Namen von Geil? Im Journal? Bei Überblick oben. Hast du jederzeit. Ah, hier, okay. Ah, ein Kruzifix. Klar. Möchtest du mir zufällig ein Kruzifix und einen Salzstreuer hier reinbringen? Wo finde ich das? Kruzifix ist was? Kruzifix ist wieder ein Kreuz, sorry. Und der Salzstreuer ist diese große rot-weiße Dose. Große rot-weiße Dose. Das da. Ah, mein Inventar voll. Ah, ich habe eine Spiritbox dabei. Okay. So. Grant Anderson. Grant Anderson. Oder auch Grant Anderson. Nicht zu verwechseln mit Grand Anderson. Weil so groß bist du nicht. Da kommen die Gegenstände. Du kannst gerne mal hier so im Raum großzügig so in der Nähe des Eingangs und hinten beim Bett mal verstreuen. Linksklick oder rechtsklick oder wie mache ich das? Sekundäraktion. Hier immer beim Eingang. Nicht zu nah am Bett. Wir wissen nicht genau. Also hier direkt press vor den Eingang, dort wo ich stehe. Und hier noch einmal so da. Du stehst gerade mitten im Weg. Das ist okay. Ja, so ist gut.
Und das zweite, was du wolltest. Oh, wir haben es. Sehr schön. Und das einfach dort auf dem Dotz in der Nähe, zum Dotz in der Nähe. So, habe ich Fußabdruck fotografiert? Jawohl, sehr gut. Kleines bisschen. So. Na gut. Aber prinzipiell haben wir alles. Ob ich jetzt eine Jagd triggern will, weiß ich auch nicht unbedingt. Das musst du wissen. Ich bleib dann draußen. Weil es geht ja darum, dass wir mit dem Kruzifix den Geist an der Jagd hindern. Das heißt, man muss die Sanity einmal runtergehen lassen. Guck mal gerade, wie unser beider Sanity hier so ist. 60 bei dir 44. 60 bei dir 44. Das kann man riskieren. Sie ist gerade wieder hochgegangen. Bei Ja, dir? es ist immer so ein 5% Bereich. Wenn du einen triggern willst, bleibe ich draußen, definitiv. Ist gar keine Versteckmöglichkeit. Was haben wir denn hier? Ich suche nur gerade eine sinnvolle Versteckmöglichkeit. Hier ist auch zu, hier ist auch zu. Hier ist auch zu. Ist die sicherste Möglichkeit tatsächlich hier vorne so rum, ne? Oh, schon geschafft. Das war ja leicht. Geht hoch, ist bei 2. Ist okay, ist okay. Also, was Ach man so. sich merken muss, ist, dass die Sanity insgesamt unter 50 sein muss, also der Durchschnitt, das ist der wichtige Punkt. Der ist jetzt unter 50, das heißt, der Geist kann dann anfangen zu versuchen zu jagen. Und dadurch, dass das Kruzifix schon im Raum lag, hat er eine Ladung, eine, vielleicht sogar schon zwei, von dem Kruzifix verbraucht, also von dem Kreuz. Und dadurch hat die Aufgabe getriggert und es erfüllt. So. Beweise So. hier rein. Damit sind wir fertig. Hab ich's? Moment. Genau. Also die Aufgabe ist normalerweise recht einfach, gerade auf größeren Karten. Da schmeißt man beide Kreuze in den Raum oder eins, wenn so ein kleiner Raum geht auch. Beide sind ein bisschen sicherer und dann einfach in irgendeine dunkle Ecke stellen und warten, bis es abgeschlossen ist. Und eine Jagd ist im Allgemeinen nicht unbedingt so gefährlich, wenn du dich versteckt hältst, weil der Geist muss dich suchen, der weiß nicht, wo du bist, es sei denn, er sieht dich direkt. Und wenn du irgendwo versteckt bist, dann wandert er einfach ziellos umher und die Chance, dass er dich findet, ist halt sehr gering. Je größer die Karte, desto geringer die Chance natürlich. So, wunderschön. So, Knochen. Ein paar Knochen fehlen noch, aber ich habe fast alle. Sieht doch gut Das aus. sind einige. Es fehlen noch ein paar, aber mit der Zeit. Fehlen eigentlich nur in der Mitte so drei oder vier. Ich weiß nicht, welche da jetzt noch kommen müssen. Schulterblatt habe ich auch. Genau, und Tarotkarten gibt es, glaube ich, 10 verschiedene und da habe ich jetzt 5. Also auch da sind wir auf dem richtigen Weg. Eine Kristallkugel, Genau, interessant. das ist die Trophäe vom Weihnachtsevent. Es gibt noch eine zweite vom Halloween-Event, aber die habe ich nicht gemacht. Ich wusste nicht, dass es da schon eine gibt. Die hat eine Freundin von mir gemacht. Halt so ein Fledermaus, wenn ich, oder ein Kürbis. Irgendwie so Fledermaus mit einer Kürbis drauf oder so war das. Kriege ich jetzt natürlich nicht mehr, aber so ist das dann halt. Genau. So. Geschenke. Oh. Genau, dann wäre es das nämlich für mich für Fasmo, für jetzt. Und dann können wir nämlich gleich was anderes machen oder so, wenn das okay ist. Jo, können wir machen. Okay, sehr gut. Dann verabschiede ich mich bei meinen wundervollen Zuschauern. Bis dahin. Ciao.